Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten, sagte Sepp Herberger. 90 Minuten dauert das Spiel auch im Frauenfußball, der Ball jedoch ist kantig. Zumindest dieser. Denn die besondere Form symbolisiert die Hürden und Schranken, die Spielerinnen bei ihrem Eintritt in den Profisport überwinden müssen. Das Kicken ist mit dem eckigen Ball erschwert. Auch für Steffi Jones, eine der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen aller Zeiten. Im Rahmen einer Panel-Diskussion im Doe & Co. Hotel in München spricht die ehemalige Bundestrainerin über ihre persönlichen Erfahrungen in der Branche. 111 absolvierte Länderspiele, 3 EM-Titel, 2 olympische Bronzemedaillen und der Weltmeistertitel zieren ihre Vita. Seit dem WM-Sieg im Jahr 2003 sind nun 2 Jahrzehnte vergangen. Im Interview mit bunte.de spricht die Ex-Sportlerin und Unternehmerin darüber, was sich in den letzten 20 Jahren im Frauenfußball getan hat. Wir haben ja gerade dankenderweise junge, aktive Spielerinnen gehört, die selber Nationalmannschaft spielen, die aufzeigen, dass sie heute von dem Fußball leben können, dass sie professionelle Rahmenbedingungen haben, dass sie ihre Leidenschaft zum Beruf machen konnten. Und ich glaube, das zeigt schon sehr viel, was der Frauenfußball an einer Entwicklung vorgenommen hat. Auch das Schulsystem, also dass Spielerinnen eben auch schulisch ihrem Sport nachkommen können, Elite-Schulen, Schulen des Sports und so weiter. Also da finde ich, sind wir schon gut weitergekommen, aber noch nicht da, wo wir sein könnten. Denn in 20 Jahren ist mir dann tatsächlich doch ein Stück weit zu wenig passiert. Erhöhte Prämienzahlung, bessere Gehälter, schulische Förderung. In den letzten Jahren hat sich einiges im Damenfußball getan. Eine runde Sache ist die Geschlechtergleichstellung jedoch noch nicht.